Massi, pass auf dich auf. Ja. Dankeschön, Hast du schon Selena Gomez gesehen? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist ein Wochenvlog, den wir vor Silvester angefangen haben zu drehen. Wir wollen nicht viel reden, außer... Das war's und auf Wiedersehen. Nein. Hasta vista. Viel Spaß. Achso. Okay, wir wollen nicht viel sagen, außer... Viel Spaß, Bitches. Das ist der Start. Sag Nuri, wie, dass man ihre Schuhe sieht. Und ihre Banane. Das habe ich nicht gesagt. Ich darf leider meine Bananen nicht zeigen, weil ich esse heute keine Bananen. Die sind dort. Okay, wir gehen los. Wieso sitzt Zano nicht in der Mitte? Sie ist doch kleiner. Ich bin erst runtergegangen, dann dachte ich mir so, ich sitze da. Deshalb ist sie so schnell runter, jetzt verstehe ich's. Wir sind jetzt in Tschechien in so einem Einkaufsding, das heißt Excalibur City. Und das spricht man auch so aus. Wir sind da, um Zano so einen dummen Kenzo-Pullover zu kaufen. Also wir sind nicht deswegen her. Ja. Ich sage dir mal so, Zano, ich gebe dir maximal 20 Euro Budget für diesen Pulli. 15. 15? Okay, wir machen maximal 15. Wenn du wer kann gut verhandeln? Wie Prodac. Das ist es. Ich wusste nicht, dass Orange so schön ist. Also ich würde es dir gönnen, wenn du endlich mal deine Pubertät weglässt und die Fresse hältst und nicht mehr so frech bist. Was sagst du? Ja, passt. Kriegen wir das hin, die? Ja. Oh. Ich könnte das mit so einer Hose anziehen. Alles Mögliche. Mit meinen weißen Jordans. Von dir. Ja. Leute, ich habe die hässlichste Hose angezogen und will Sarah und Samas Reaktion sehen. Schaut euch das an. So mit Michael Jordan und so Basketball und so, ihr wisst. Ist das Kobe nicht rein? Nein. Sagen wir mal so, willst du es auch du ausnachziehen oder willst du es? Okay, verstanden. Tschüss. Was ist mit deiner Hand passiert? Wir Frauen oder Mädchen verstehen das nur. Ich wollte meine Haare so ein bisschen locken. Okay. Ich habe genau locken, ich habe berührt, wie es heiße, weißt du. Hallo, aber du sagst, es geht nur Mädchen. Wieso kann ich es nicht kennen? Hast du mal deine Haare gelockt? Ja, habe ich. Gelockt? Also ich habe sie geglättet. Was ist das Problem? Hast du sie geglättet? Ja, ich habe sie früher geglättet. 100 Pro. Hast du nicht geglättet? Glätteisen. Ja, so, du kennst dich den 16-jährigen Alibaba, ja? Was? Ich war mal so, ja. Was? Wir sind ja in Tschechien und hier gibt es so Polenböller und Tschechienböller halt. Und es ist ja bald Silvester und Armin wollte, dass wir ihm was bringen. Gestern hat sich urgefreut. Ja, er hat sich extrem darüber gefreut. Das Problem ist, als wir über die Grenze gefahren sind, war dort Polizei. Das heißt, es gab so Kontrollen. Und deswegen kaufen wir es ihm lieber nicht, weil wenn wir kontrolliert werden, dann gibt es Stress. Jetzt rufen wir ihn an und sagen ihm das. Armin, hallo. Hallo. Du weißt, wir sind in Tschechien, oder? Ja. Wir kaufen dir keine Böller. Es gibt ein Problem, Armin. Da ist Polizei und wir haben Angst, wenn wir erwischt werden mit Böllern, weil es illegal ist. Wo wir nach Tschechien gefahren sind, das gab so eine Grenze, wo die Polizei da war mit Autos und so. Und stell dir vor, die sehen uns. Ich habe so eine Jogginghose bekommen und so eine Weste. Das ist ihm jetzt egal, oder? Armin, aber was wolltest du genau haben? Erzähl mal. Alibaba, lass mich jetzt verarschen. Egal, Armin. Leben geht weiter, okay? Kleines Foto von Sana und Sahar zusammen. Nein, nein, nein. Das ja, du hast recht, ein Foto von Sana und Sahar. Nein, aber, zusammen. Entschuldigung, können Sie bitte weggehen? Da. Nein, wenn, da. Ich mache nur dieses Bild, wenn sie dabei ist. Sonst ja, sie ist ja dabei. Meine Freundin mag Evoli, das ist dieser Pokémon da. So von da. Und wir haben ihn einfach gefunden. Let's genau go. Den der nehmen wir mit. Kaufen. Nicht die Sana, sondern das. Sogar, sie hat Lashes, das ist Schminke. Ja. Wieso darfst du dich schminken und ich nicht? Oh mein Gott. Du gehst schlafen und sie sitzt so. So gruselig. Nein, das Problem ist auch, Leute, Puppen können ja auch so in der Nacht erwachen, wenn man schläft. Weil ich habe so einen Film gesehen, Toy Story 3. Und dort passiert das halt. Hallo. Ja, wir bitte ein Foto machen mit ja, der Lady. Ich mach mich verrückt. Das ist lieb von euch. Danke vielmals, danke. Tschüss. Vorhin, ich war im Nike Store und ich bin verwirrt gewesen. Dort stand 50% Rabatt, okay? Und ich wusste nicht, ist es 50% des ursprünglichen Preises oder ist es um 50% günstiger? Verstehst du? Und dann habe ich mir die Sachen halt nicht gekauft, weil es steht nicht klar und deutlich da, welche 50% gemeint sind. Also was man genau Rabatt bekommt. Lüg nicht, du hast dir 4 kurze Hosen gekauft. Nein, nein. Du wartest jetzt darauf, dass ich sowas sage wie, hey, lieber, das ist dasselbe, damit du dann sagen kannst, du Klugscheißer. Du Klugscheißer. Also hast du gecheckt, Wichser. Dass dasselbe ist. Was, du Wichser? Wir sollten jetzt unseren Vater suchen. Okay, ja. Wir haben einen Pokémon gefunden, den suchen wir den anderen. Ganz genau. Unser Vater. Wir sind aus seinen Eiern. Bis. Oh, da ist er! Darf ich einen Schluck? Das ist Café, Sana, du darfst nicht. Ich bin 14. Ja, du hast gesagt, er ist Chef, also ihm ist es wurscht. Du bist es nicht legal, er hat nur keine Ahnung, was er jetzt machen soll. Wer, Digga? Das ist ja Uzi, was mir denn? Ach, der Uzi.
Aber eigentlich ist das nicht so süß, weil die sind den ganzen Tag hier im Laden. Was ist das? Alter, der sucht Augenkontakt. Das sind noch mehr. Agama Wusata. Agama Wusata. Das sind die Tiere. Ui, Ugakotra Hubschas. Die sind voll süß, aber sind das echte Menschen? Nein. Oh mein Gott, was ist das für eine Premium Chaya Fisch? Was ist das? Jetzt mal ehrlich. Premium Chaya geworden. Ich glaube, alle Männer in der Fischwelt würden für diese Fische kämpfen. Ja, aber woher willst du nicht wissen, dass das nicht Männer sind? Sahar, bitte, Schau, er hat seine Haare gemacht. Glaubst du, Fischmänner machen noch ihre Haare? Er ist hässlich. Sano, hast du dich schon mal im Spiegel gesehen? Hast du ein Eigentor? Oh, die machen Liebe. Was? Ja, eben, die Vögel. Die Vögel hier. Oh, das sind Vierlinge. Was? Vierlinge. Leute, wir gehen jetzt zum Supermarkt und werden dann fertig hier. Sano hat hier einen Kenzo-Pulli Gott sei Dank nicht bekommen. Aber es gibt ja nicht mal Kenzo-Pullis. Also hast du Glück gehabt. Wo? Irgendwo, keine Ahnung. Sano, dann halt's mal. Wenn du es nicht siehst, dann red nicht. Gott sei Dank hat Sano schon dort drüben so viel gefunden, weil du weißt nicht, wie sie jetzt drauf wäre. Ich weiß. Diese Pubertät von Sano, ihr merkt ja manchmal, dass sie in den Videos so trauriger ist als früher, okay? Ich schwör's euch, ihr wisst nicht, wie sehr das aufregt, wenn dieses Kind dann einen halben Tag irgendwie so richtig traurig ist. Wir wollen nicht sagen, Sano sei glücklich so aus Zwang, aber sie ist unglücklich aus unnötigen Gründen. Ja, ich weiß. So, es ist einfach so die Pubertät, die. Sie ist so fertig, weil sie euch gesehen hat, wirklich. Die kann jetzt auch sicher nicht schlafen. Das ist sehr süß. Heute werden Zuschauer von ihr noch getroffen. Kenzo-Pullis? Nicht Kenzo-Pullis. Das sind Zuschauer, nicht Kenzo-Pullis. Spaß, es gibt keine okay. Kenzo-Pullis. Wegen der Jogging. Nein, wegen der Weste, die du bekommen hast, darfst du nicht mehr Pubertät haben. Okay. Wenn ich dich noch einmal erwische, dass du traurig bist, ohne Grund, dann gibt's auf die Fresse. Ohne Grund? Ja. Okay, passt. Nein, aber nicht unnötige Gründe zu Gründen machen. Okay? Okay, aber welche Richtung? Achso, wir gehen. Okay. Ja, passt. Okay? Oder warte, sag mir mal, aus welchen Gründen du meistens traurig bist. Das Ding ist halt, ich habe einfach auf so Sachen keinen Bock. Ich habe auf nichts Bock. Nicht mal auf mein Handy, nicht mal Schlaf. Ich habe nichts Bock. Auf die Menschen. Sano, du darfst nicht, gib's zurück. Was sagst du, Sano? Was können wir gegen Sanos Pubertät machen? Naja, sie vielleicht weniger verwöhnen. Ich will Porsche. Okay, ich will Porsche. Dann kaufe ich es mit meinem Geld, mit Stolz. Komm, mit Stolz. Oh ja, kaufen wir. Mal bitte. Bitte. Okay, wir dürfen keine Capri-Sonne kaufen. Siehst du, das ist nicht verwöhnend. Mama verwöhnt uns nicht. Ich kann es selber auch kaufen, aber wenn Mama sagt, dann kaufen wir nicht. Wir nehmen Capri-Sonne. Weißt du, was mir auffällt? Ich verarsche Sano dafür, dass sie jetzt Ferien hat und dann wieder in die Schule muss. Aber ich selber habe nur Ferien, weil es Sano gibt und so. Weil wir machen die Videos und ohne Sano, weißt du so, von Anfang an wäre es schwer. Das heißt, ich muss Sano eigentlich dafür danken, dass ich so Freizeit habe. Danke, Sano. Danke, Aliva, für die Sachen, die du mir kaufst. Oh. Wodka, Shisha, aber... Welches ist das? Wassermelon Red Bull? Welche Farbe ist das? Rot? Rot, das, was ich gerade genommen habe. Das, was du hast es? Du hast es? Ja. Ich will probieren. Nein. Wieso? Hol dir eins. Tut mir leid. Du kennst es. Du ich kenne es nicht. Dir ein paar Schluck ergaunern. Hol dir, ich habe welche in den Kühlschrank getan. Eigentlich habe ich echt coole Sachen heute hier gefunden. Das ist sehr cool. Da kannst du endlich wieder zu Hause mal putzen. Ich bin der den Haushalt am Laufen hält. Du bist der alles dreckig macht. Und schmutzig hinterlässt. Und wer von uns lässt die meisten Haare auf den Boden fallen? Sano. Was? Ja. Du weißt schon, dass das alles Sanos Haare sind. Sano? Es geht mir einfach auf die Nerven. Es geht dir auf die Nerven? Weißt du, dass ich letztens hatte ich den Beweis, weil Sano war vor mir im Bad und der Boden war voll. Und bevor ich reingegangen bin, habe ich Mamai geholt. Ich so, komm, schau dir das an. Verräterin. Was? Verräterin. Mamai, Sano hergeholt und gesagt, sie soll das alles jetzt selber aufheben. Ja, genau, ich kann mich erinnern. Sano hat am Boden dann die Haare aufgehoben und hat gesagt, Mama, ich bin fertig, es liegen nur noch Alibabas Haare da. Genau so. Ich kann mich erinnern. Ich so, Sano, wie erkennst du das? Weil die sind kurz. So ein Scheißkind. Da vorne ist die Grenzkontrolle. Schaut mal da vorne. Hast du irgendwelche pyrotechnischen Gegenstände gekauft? Feuerwerkskörper oder was? Na, wir haben nur Kleidung gekauft und so. Nur Kleidung. Kurz den Kofferraum machen. Ja. Aber wir Zigarette so, wir rauchen nicht. Seht ihr, wir wurden genau kontrolliert. Pyrotechnische Gegenstände. Und unser Vater hat gedacht, er meint Zigaretten, aber pyrotechnische Gegenstände meinen so Raketen und Böller, Abi. Ja, okay, halt's mal jetzt. Keiner von uns weiß, was pyrotechnische Gegenstände sind. Weißt du nicht? Nein. Pyrotechnische Gegenstände, jeder weiß das. Das sind. Ihr wisst gar. Ich packe mein Herz bei dir heute Nacht. Nein, bitte nicht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Öffne zu vergessen, als war. Es heißt, hilf mir zu vergessen, was war. Meine
meine Damen und Herren, das ist unser neues Zimmer. Es ist nur eine kleine Veränderung im Zimmer von Sarah und Sano. Es ist hier, Sarah hat sich so einen Spiegel geholt. Aber eigentlich hättest du es erst so in den nächsten Tagen zeigen sollen, weil es wird hier noch was verändert an dieser Wand und so weiter. Ja. Was? Ja. Darf sie nicht mitentscheiden, das ist euer Zimmer. Ja, ist aber so. Warum soll sie mitentscheiden, was ich über mein Bett hänge? Also vielleicht stört sie. Also du hast so dieses, wie, du so hast letztes, damals, so wie ich damals, mit deiner Wand voll mit Stranger Things, Tom Holland, weiß nicht was, und ich alles abreißen musste und Abi dann alles streichen lassen habe. Und ganz ehrlich, schaut das jetzt nicht besser aus? Es schaut viel besser aus. Seitdem Sano hier nichts mehr zu sagen hat, schaut es viel besser aus. Ja, das stimmt. Aber du hast gesagt, Sano darf sich in diesem Spiegel nicht sehen, oder? Doch, natürlich, das ist nur ein Insider. Weißt du warum? Warum? Weil gestern habe ich zu ihr gesagt, ich so, weißt du, ich hole morgen einen Spiegel für unser Zimmer. Ja. Okay? Sie so, ich brauche keinen. Ich so, oh, okay. Ich hole trotzdem einen. Ja. Sie so, ja, brauche ich nicht. Ich so, ah, okay, dann darfst du dich auch nicht darin anschauen. Und jetzt? So, jetzt steht sie davor. Jetzt vorhin, ich komme ins Zimmer, ich sehe sie so. Uff, ja, uff. Uff, Daddy. Oh, wow. Shit. Also, und morgen kommt die Bettwäsche an. Oh mein Gott, schau, das ist das, was ich meinte. Schau da, ich schwöre dir, Mamai verstaut überall Sachen. Bitte sag mir, wofür wir das brauchen. Ich habe da immer gechillt, wo ich ein Baby war. Ich habe da gepisst, alles. Das ist Tradition, das müsst ihr behalten. Aber weißt du, was ich noch brauche? Was denn? Ich brauche so einen Allzweckwagen. Ich könnte ihn so da hinstellen und dann kann ich so meine ganzen... Schminksachen und so reingeben. Das ist unfair. Du wirst abgezogen. Das ist fett unfair. Schau, siehst du das? Ja. Das oben ist da meine Sachen. Ein paar Sachen, mein Pullis. Und das auch. Nur das gehört mir. So, das gehört dir, das gehört dir, das gehört dir. Ja. Das gehört mir. Und sie will jetzt dort einen Einkaufswagen hinstellen. Einfach. Ein Allzweckwagen. Einen Einkaufswagen, okay. Und bei mir habe ich nur das da. Ja. Ja, aber schau dir mal die Ordnung an. Halligalli fliegt fast raus. Schau mal das an. Okay, Halligalli. Fliegt fast raus. Die eine Lade ist komplett leer. Also Sano, ich sag dir nur, ich habe jahrelang mein Zimmer mit Marcel geteilt. Und eine Sache musst du wissen, die ist sehr wichtig. Lass dich nicht abziehen und lass dich nicht verarschen. Weißt du, warum du das sagst? Weil du genau dasselbe in deinem Zimmer gemacht hast. Mein Zimmer aber wird... Aber der Unterschied ist, Marcel ist weg und ich bin noch da. Jetzt ist es hier so weit, dass wir ein kleines Mädchen haben, das sehr süß ist. Sano, du bist schon süß. Ja, und ihre Bedürfnisse werden hier nicht berücksichtigt. Ich als ihr großer Bruder möchte dagegen ein Veto einlegen. Sag, er will ein Veto einlegen. Also was sagst du? Was machen? Wir reden gerade über Marci. Marci schreibt mir gerade. Was ist denn geschrieben? Was ist denn? Ruf ihn mal an. Okay, spiel mal ab. Wie war Alibaba's Poppe? Ach so, ich wurde noch nicht operiert, Marci. Ruf ihn mal an. Operiert. Ja, Marci. Marci, ich wurde noch nicht operiert. Ich muss meinen Termin noch machen. Wie geht's, Marci? Lustig. Was? Oh, lustig, weißt du? Wegen einem Haar muss operiert werden. Ja, ich habe ein Haar im Arsch, aber es ist noch nicht fix, ob es ein Haar ist oder nur eine Zyste. Ich dachte im Bein. Es ist im Arsch. Es ist im Arsch drinnen. In der Arschfalte. Und zwei Ärzte haben sich meinen Arsch angeschaut. Marci, pass auf dich auf. Ja. Yeah. Danke. Yeah. Hast du schon Selena Gomez gesehen? Ich habe auch dieses kleine Mädchen von dieser Netflix-Show gesehen. Wednesday oder so. Ah, von Wednesday. Jenna Ortega. Wednesday. Jenna Ortega. Ja. Jenna Ortega. Ortega, glaube ich. Weiß nicht. Ich war gestern vor der Pause von Michael Jackson. War er da? Aber er ist dort. Ich war vor seinem Haus. Alibaba! Ja. Kannst du furzen? Ja. Er hat gefurzt gerade. Was habe ich noch gesehen? Kevin Spaß. Allein zu Hause? Ich wollte. Hast du Kevin allein zu Hause gesehen? Hast du die Kardashians gesehen? Oder so die Väter oder Männer? Travis Scott, Travis Barker oder so? Was? Selena Gomez? Okay, fertig, vorbei. Okay, Marci, wir hören uns, okay? Wir hören uns. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß. Ciao, dass ihr nicht arbeitslos werdet. Passt, danke, Marci, danke. Vielen, vielen Dank. Leute, letztens habe ich Armin einen Hoodie von mir geborgt. Und dieser Hoodie gehörte nicht mir, sondern meiner Freundin. Und Sarah und Sano wollten diesen Hoodie haben. Aber es ist ja nicht meiner, ich konnte ihn nicht ergeben. Aber meine Freundin hat gesagt, ich kann ruhig einer von ihnen das schenken. Deswegen lassen wir jetzt sie selbst entscheiden, wer diesen Hoodie bekommt. Sorry, no. Aha. Hanna. Sie arbeitet gerade gut daran, das zu bekommen von heute.
Ihr wisst ja, letztens, da ist was gewesen. Könnt ihr euch daran erinnern? Dass du dich mal hinsetzt. Und das in deinem Arsch? Was? Das in deinem Arsch? Oder? Übrigens, Leute, das mit meinem Arsch, ich muss doch nicht operiert werden. Es war nur eine Entzündung. Ihr wisst ja, letztens ist was gewesen. Ich komme gleich. Macht eure Augen zu. Letztens wolltet ihr etwas haben, aber ihr konntet es noch nicht bekommen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es euch geben darf. Jetzt dürft ihr selber darüber entscheiden, wer es bekommt. Okay? Das ist es. Das ist etwas, was ihr zwei jeweils haben wolltet. Und das ist heute eure Aufgabe, okay? Was ist unsere Aufgabe? Streiten? Was? Wieso sollt ihr streiten? Wollt ihr den Hoodie oder nicht? Ja, oder? Gehört das nicht Sadit oder so? Sie hat gesagt, ich darf es einer von euch schenken, aber ich kann es mir aussuchen, wem. Schaut mal, nicht anschauen, nicht anfassen. Das ist ein Hoodie, den ihr beide wollt. Und ich habe nur eine kleine Aufgabe an euch. Das ist ganz einfach. Sano, nicht schauen, habe ich gesagt. Das ist nur eine kleine Aufgabe an euch. Das wären wir so zwei Affen, die jetzt um Futter streiten müssen. Ja, aber ihr wollt doch den Hoodie, oder nicht? Okay, ich gebe euch 5 Minuten und ihr bereitet nicht eine Rede, sondern ein paar Argumente vor, warum ihr es bekommen solltet. Du machst seine Argumente und sie macht ihre. So wie so eine PowerPoint-Präsentation, aber ohne PowerPoint. Ja, aber ich mache jetzt keine 5 Minuten dafür. Ich kann das jetzt einfach so spazieren. Nein, 2 Minuten überlegen zumindest. Okay. Ich weiß. Okay, dann legen wir los. Passt, Sano fängt an. Nein, weil das, was ich sage, du wirst das dann auch sagen. Ja. Also. Ja, genau, die Person stellt sich danach vor. Ja. Okay. Meine Damen und Herren, ich will den Pulli haben, weil das schön ist. Ich kann es mit guten Sachen kombinieren. Ja. Und es ist so ein Hoodie, was ich gerne anziehe. Meine Damen und Herren. Es ist so Hoodie und Jogginghose, weil ich trage gerne Jogginghose und ich trage gerne Hoodies. Wir lieben alle Hoodies. Wir Kinder sind ein Geil von Marken und so. Ich mag Nike sehr. Also. Weiter? Es würde mir eher besser stehen als dir. Okay. Sind das all deine Argumente? Ja, ich mache kein Referat. Aber du, gibt es nicht irgendwas, wo du sagst, gibt es doch nichts mehr? Also das... Ich will aber nicht aufstehen für meine Person. Doch, komm schon. Okay. Komm. Das ist gut gewesen, okay? Sag, komm schon, du kannst nur vor uns stehen, du musst nicht zur Bühne. Ja, okay. Okay, ja, das geht. Also der Hoodie, schaut mal, der Hoodie liegt hier. Welche Größe ist das? Was? Es ist Größe M, also es passt. Und ich trag M gerne und L. Oh. Sano, wir wissen alle, dass du alle Größen trägst. Ja. Wenn du darin willst, dass du das haben willst. Also, Nummer 1, ja. Warum ich den Pulli haben will, ist, ich habe Schuhe, die echt gut dazu passen. Und zwar die New Balance. Okay. Das wäre ein echt freshes Outfit. Nummer 2, ich habe fast gar keine Hoodies. Sano hingegen hat extrem viele davon. Das schwarze von dir, dann diese 100 anderen, ich weiß nicht. Aha. Diese Weste, also, die du letztens gekauft hast und so weiter. Und Nummer 3, ich würde es wahrscheinlich ein, zwei Mal tragen und dann kann sie es eh haben. Also wir hätten beide was davon. Definiere ein, zwei Mal. Ja, ein. Ich finde, das würde dir urgut stehen. Ja, finde ich auch. Nein, aber sag kurz leise. Okay. Dieser Pulli, so eine normale Jeans und deine Air Force Weiß. Okay. Was noch? Ich würde besser drauf aufpassen. Es würde lange so clean bleiben. Oh. Also ihr habt beide eure Argumente gebracht. Also Sanos Argumente waren, dass sie das gut rocken würde, weil sie Cargohose und so hat. Das hat sie gar nicht gesagt. Habe ich gar nicht gesagt. Oh. Okay. Das ist das Problem, das sagt sie halt immer. Du hast echt gut aufgepasst. Doch, ich habe gut aufgepasst. Bravo. Und du hast auch vor ein paar Tagen gesagt oder so, du bist nicht so dieses Markenmensch. Du magst. Ja, so. Damit meine ich halt, ich mag auch gerne Kleidung von Geschäften, die jetzt nicht Markenmarken sind. Aha. So, aber du bist so jemand, es muss Nike sein, es muss Adidas sein. Es muss Jordan 4 sein. Wir sind Kinder, das ist unsere Generation. Ich war auch mal ein Kind. Da gab es nicht mal Jordan 4, da war Jordan 4. Du tust so, als wäre ich 80. Du bist so dieses 90er, die einen Style hat. Verstehst du, was ich meine? Aha. So diese 90er-Style, so. So diese Hosen, die urgau sind, aber auch hässlich. So. Weißt du, was ich lustig finde? Sie sagt immer, das, was ich anziehe, ist hässlich, aber sie ist die erste Person, die meine Sachen nimmt und anzieht. Damit habe ich gemeint, es steht dir nicht gut, mir schon. Komm von mir. Ich habe die Argumente gehört. 2 Argumente haben mich überzeugt. Sarah meinte, Sano hat schon ziemlich viele Hoodies von mir. Und das Zweite ist, Sano meinte, dass ihre Generation so auf Marken so steht. Aber das stimmt auch. Ja, und genau das finde ich nicht gut. Das ist das Problem, dass ihr so nur auf Marken abfährt. Damit, dass du dir selber ins Bein geschossen hast, du gesagt hast, du willst es nur wegen der Marke haben. Nicht, weil es ein schöner, grauer Pulli ist. Ich habe gesagt, wir Kinder,
lieben Marken. Und die Generation ist jetzt mit Marken gefüllt, mit Lacoste, Nike. Okay, also genau das, was ich gesagt habe, wiederholst du gerade nochmal. Ja. Ich dachte, du willst das ändern, was ich gesagt habe. Habe ich gesagt, ob ich Marken mag? Ja, also, sie versucht sich jetzt raus. Magst du Marken? Ja. Okay, dann würde ich sagen, die Gewinnerin ganz klar ist Sahar. Sahar? Wirklich? Ja. Ja, ist klar. Voller und gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, aber kann ich ein Ballisto haben, bitte? Sahar ist bereit und wir können uns den Hoodie anschauen. Los geht's! Das fühlt sich gerade an wie ein Outfit-Duell. Ah, also ich finde, der Hoodie sieht cool aus. Also ich mag nur die Person da drin nicht, aber das passt sonst alles. Okay? Ich mag beides. Was? Die Person und Aussehen. Oh, okay. Okay. Du kannst Sadid schreiben und Danke sagen. Und du kannst Sadid schreiben und sie beleidigen. Schönen Abend noch. Danke. Der Wochenvlog geht weiter. Ich will mit den Schwestern heute Waffeln essen. Los. Ja, jetzt. Schau, jetzt kommt die Energie in dieses Gesicht. Du, Baby, nur du. Du bist der Anfang, deine Frage, das ist zu schwierig. Du. Das ist Kenan aus Icon 5. Warum bist du immer bei dem neuesten Hype von allem dabei? Es gibt jetzt Icon Hype, Shabab und so. Die aber sind gut. Die sind gut. Ja, ja, aber warum bist du auf jeden Fall wieder Icon dabei? Icon. Das ist so ein Rap-Format. Das sind so diese, die singen gegenseitig und eine fliegt raus. Ja! Oh mein Gott. Das, ist so wie Heidi Klum für Rapper. Also so Germany's Next Topmodel. Okay. Ich liebe Plural im Türkischen. Ich liebe türkischen Bazaar. Okay. Ich glaube, wenn du sagst, wie geht's dir, sagst du Nissen. Nissen, okay. Ich glaube, wenn du sagst, wie geht's euch, sagst du Nissen. Bist du schon mit Kara Sefta fertig? Ja. Ich hätte es mir nicht schlimmer vorstellen können. Das heißt, Kara ist gestorben und Sefta auch. Wie oft noch? Ja, was? Es heißt niemand Kara und niemand heißt Sefda. Was? Nicht einmal Kara? Nein, Kara heißt Dunkel. Okay, halt's mal, jetzt gehen wir Waffeln essen. Das ist alles. Baby, no, du. Hier muss man bei den Waffeln so seine Toppings ankreuzen. Ganz klar Nutella. Schokolade. Nimm doch gleich Oreo-Waffeln. Ich habe aber keine Oreos. Da ist Oreo, Erdbeeren, Schokolade, Schlagobas und Nutella. Also bitte nimm doch einfach. Ich will aber nicht. Hä? Smarties, urgeil. Nein, ich will auch raus. Sano, ich heiße nicht Kellen, gib das weg, Mann. Ich will Wassermelone. Wassermelone, was? Wassermelone auf Waffeln? Ja, ich liebe Wassermelone. Gib's drauf. Vanille? Sano. Das ist kein Geschmack, was für Vanille. Vanille auf Wassermelone. Auf Waffeln. Ja, natürlich. So bei Eis kann ich noch verstehen, aber bei Waffeln. Gib einfach und red nicht zu viel. Ich nehme noch Smarties. Ich liebe Smarties. Mhm. Aber Hauptsache, du hast mich schief angeschaut, weil ich Smarties genommen habe. Ich habe nicht wegen Smarties geschaut, sondern einfach generell wegen deinem Leben, weil du so bist, wie du bist. Ich habe Hunger. Ich will ein Schnitzel. Was? Letztens war ich hier alleine essen und ich habe zwei Zuschauerinnen getroffen. Ja? Und sie haben mir dann Gesellschaft geleistet und das war kein Problem für mich. Ja? Und dann haben sie mich gefragt, warum ich nicht auch Biene gehütten bin. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das ist deine, oder? Ich glaube, ja. Mit, ja. Genau, das ist dann. Danke schön. Sarah, kannst du das Besteck holen, bitte, schnell? Komm schon, Sarah. Jeweils schau mal, wie schokoladig das aussieht. Das ist, ja. Sarah. Seid leise. Okay, es ballert anders rein. Heute Sano hat gerade etwas gesagt, wovor wir jedes Jahr Angst haben. Weil jedes Jahr, wenn sie das sagt, beginnt eine Phase von Wünschen und Problemen, die zu Hause dann auftauchen. Sano, sag es nochmal. Ich habe bald Geburtstag. Hast du irgendwelche Wünsche dieses Jahr? Du wirst einfach 15. Oh mein Gott, das ist 3 Jahre von 18 entfernt. Das ist 14 Jahre von 1 entfernt. Sie hat mir schon alle ihre Wünsche aufgezählt letztens. Was? Air Force Schwarz, Pandora Ring. Was? Ich liebe Sommer, ich freue mich auf Sommer, weil ich das vor Jahr hatte. E-Scooter und Capri-Sonne, okay? Sommer wird so geil, das ist oh nein, ich sehe schon, sie wird sich einen E-Scooter wünschen. Nein, nicht E-Scooter. Du kriegst einen E-Scooter, du kriegst vielleicht Capri-Sonne. Nein. Okay. Sommer kann ich mir auch eins ausborgen. Capri-Sonne oder E-Scooter? Wenn Sommerferien da sind, dann war es das mit Schule. Ja. Ich habe in der Schule so geile Erinnerungen, am meisten 4. Klasse. Weißt du? Dann wird es was angestrichen gerade.
gestern, wir haben so geile Erinnerungen in 4. Klasse. Gestern, zwei Jungs im Unterricht. Du bist gerade in der 4. Klasse, also 8. Klasse. Ja, aber bald. Die Zeit vergeht schnell. Da sind so zwei Jungs, eine geht in meine Klasse und eine geht halt andere Klasse. Die waren so, die haben selber gesagt, die waren so behindert, weil es war 20 Minuten Pause, unsere längste Pause. Und die machen einfach Furzbrühe. Es hat gestunken wie keine Ahnung was. Oder 4. Klasse, ein Junge, der in meine Klasse geht, okay? Er hat dieses Feuerding gemacht, ja, dass alle rausgehen mussten. Er hat Feueralarm? Und warte, das wirst du vermissen. Das ist das, was du vermissen wirst. Ist es das? Wir fanden es alle lustig, wir hatten Spaß. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Es wird jetzt durchgezogen. Es kommen regelmäßig Videos. Ich habe meinen neuen PC. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nichts zu verpassen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer das war's. Auf Wiedersehen und hasta la vista!